Vier Tatsachen, die du über den MEDAT vielleicht nicht weißt, dir aber zunutze machen kannst. Der Test wird vom Psychologen miterstellt. Deshalb ist oft eine der ersten Fragen ziemlich schwer. Dies zielt darauf ab, dich aus dem Konzept zu bringen, was du aber auf keinen Fall zulassen darfst. Denn die Unis wollen dadurch zusätzlich zu deinem Wissen auch deine Fähigkeit testen, mit Druck umzugehen. Deshalb beginne immer mit den einfachen Aufgaben eines Untertests, um zuerst ein paar Erfolgserlebnisse zu haben, bevor es an die kniffligeren Aufgaben geht. Der Test ist nicht darauf konzipiert, alle Punkte zu erreichen, was unter Zeitdruck und den besonderen Umständen am Testtag auch beinahe unmöglich ist. Bei Untertests wie Wortflüssigkeit bist du mit mehr als 10 Punkten zum Beispiel schon im vorderen Feld. Verzweifle deshalb ja nicht, wenn du nicht alle findest. Grundsätzlich solltest du für den Test ein Ergebnis von 80% anstreben, denn mit diesem Gesamtergebnis hast du, egal in welcher Quote und an welchem Testort, realistisch gute Chancen auf einen Studienplatz. Die Quotenregelung wurde abgeschafft bzw. verändert und das Wort Quote durch Kontingent ersetzt. 2018 gehen 95% der Plätze an EU-Werber und gleichzeitig mindestens 75% der Plätze an Österreicher. Das heißt, die bisherigen fixen Plätze für EU- und Nicht-EU-Werber wurden aufgehoben. Stattdessen gibt es eine Maximalanzahl an Plätzen für alle Nicht-Österreicher. Theoretisch kann es also passieren, dass kein einziger Nicht-EU-Werber aufgenommen wird oder sogar alle Plätze an Werber mit österreichischem Reifezeugnis vergeben werden. Somit hat man als Österreicher wahrscheinlich etwas bessere Chancen dieses Jahr, genauso aber auch als EU-Werber, da diese tendenziell besser abschneiden und somit einen Großteil der 5% Nicht-EU-Plätze für sich mit beanspruchen. Es melden sich jedes Jahr viel mehr zum MEDAT an, als dann schlussendlich zum Test kommen. Dies liegt daran, dass einige sich noch umentscheiden, krankheitsbedingt verhindert sind oder sich für mehrere Testorte anmelden und letztendlich für den Testort mit den besten Chancen entscheiden. Nimm das als positive Motivation in die Vorbereitung und zum Testtag mit, denn die Chancen klingen durch die Anmeldezahlen viel schlimmer, als sie wirklich sind. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob man sich wirklich zu mehreren Testorten anmelden kann, ja, das geht wirklich. Einige tun dies auch, allerdings kann ich euch das nicht empfehlen. Denn erstens kostet die Anmeldung pro Stadt 115 Euro, zweitens machen das schon sehr viele Bewerber und somit steigt das Niveau an diesem Testort wieder und drittens sagen die Anmeldezahlen nichts darüber aus, wie hoch das Gesamtergebnis in der jeweiligen Stadt sein muss.